Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen. Kennt ihr folgende Situation? Ihr steht an eurer Haustüre. Ja, wo ist er nur? War er in meiner Hosentasche? Nein, vielleicht in meiner Jackentasche. Nein, vielleicht in meiner Handtasche. Und er beginnt etwas panisch zu suchen. Wo ist er nur? Hier. Euer Schlüssel. Was für ein Phänomen. Ihr Lieben, es gibt tatsächlich Leute, die täglich wissen, wo ihr Schlüssel ist. Und es gibt Leute, die öfteren suchen, wo ihr Schlüssel ist. Was für ein Phänomen, oder? Was das auslöst. Warum ist ein Schlüssel so wichtig? Ein Schlüssel eröffnet mir eine neue Türe. Es verändert meine Situation, in der ich gerade bin. Oder es verändert auch meine Situation meiner Mitmenschen. Wenn ich vor meiner Haustüre stehe und diesen Schlüssel betätige, kann ich meine Situation verändern. Oder ich betätige den Schlüssel zu meinem Auto und kann damit wegfahren. Und ich verändere meine Situation. Es gibt auch Personen, die durch ihr Handeln, die durch ihr Verhalten eine Situation verändern. Sie sind Schlüsselpersonen. Und um diese Schlüsselperson heute möchte ich mit euch sprechen und ich spreche von Esther. Esther ist ein Buch in der Bibel, im Alten Testament, und Esther war eine junge jüdische Frau, die im Reiche Persiens lebte. Der König hieß Xerxes. Und diese Esther war eine Schlüsselperson. Sie war eine Person, die durch ihr Verhalten einen Holocaust verhinderte. Bevor wir da aber einsteigen, möchte ich euch die Geschichte von Esther kurz präsentieren und ich sage, Film ab. Im 5. Jahrhundert vor Christus erstreckte sich das Perserreich von Indien bis Äthiopien. Xerxes war König, herrschte über das riesige Reich und liebte es, Feste zu feiern. Wirklich rauschende Feste. Er war ein richtiger Partykönig. In seinem dritten Regierungsjahr lud er aus allen seinen Provinzen Würdenträger, Beamte und die Adligen ein. Er stellte bei diesem Fest seine Macht und Reichtum zur Schau. Auf dem Höhepunkt der Feier wollte er seinen Gästen natürlich auch zeigen, wie schön seine Frau, die Königin Vashti, sei. Doch diese hatte keine Lust, zu den Angetrunkenen zu gehen und widersetzte sich dem Befehl des Königs. König Xerxes wurde über ihr Verhalten so zornig, dass er sie als Königin verstieß. Sie durfte nie wieder in seine Nähe kommen. So hatte der König nun keine Königin mehr. Also ging es auf die Suche nach einer neuen Frau. Aus seinem gesamten Reich holten sie nun die hübschesten und wunderschönsten Frauen zusammen. Sprich, ein Topmodel-Casting. So kam auch Esther, die als Pflegetochter bei Mordechai lebte, an den Hof des Königs. Sie gehörten zu den Juden, deren Vorfahren als Gefangene nach Babylon verschleppt worden waren. Jede der Frauen wurde ein Jahr lang mit duftenden Ölen in einer Art Beauty Farm gehegt und gepflegt, bevor sie zum König Xerxes durften. Als endlich Esther vor ihm stand, gefiel dem König diese Frau so sehr, dass er sie zur Königin machte. Und natürlich musste das gefeiert werden. Dass Esther eine Jüdin war, verriet sie jedoch nicht. Esther war also eine Königin. Und sie behielt ihr Wissen aber für sich, sie hatte ein Geheimnis. Und das war, dass sie Jüdin war. Keiner im Palast wusste das. Und neben dieser Esther gab es den Haman. Ich darf euch vorstellen, Haman ist der Minister und der zweitmächtigste Mann in diesem Reich.
Er genießt volles Vertrauen von dem König. Und Haman zeichnet etwas aus. Er hat einen tiefen, tiefen, tiefen Hass gegen diese Juden. Sein Hass geht so weit, dass er es tatsächlich schafft, durch seine Macht einen Holocaust zu planen und auch durchzusetzen. Einen Holocaust, der sagt, jeder Jude in diesem Land soll umgebracht werden. Egal ob groß, ob klein, ob jung oder ob alt. Sie sollen umgebracht werden, gnadenlos. Und das wird dem ganzen Volk verkündet. Es gehen Botschafter hinaus, werden Plakate aufgehängt. Alle Juden werden am 13. Tag des 12. Monats umgebracht. Was für ein Schreck muss das für die Juden gewesen sein? Stellt euch vor, du kennst den Tag deiner Hinrichtung. Und du kannst nichts dagegen tun, denn das Gesetz des Königs steht. Und dann gab es den Onkel Mordechai von Esther. Und der taucht eines Tages auf vor dem Palast. Und er sagt, Esther, begreifst du eigentlich, was da gerade abgeht? Weißt du von der Situation, was es für uns als Juden gilt? Und jetzt kommt sie in eine ganz außergewöhnliche Situation, denn sie ist ja Jüdin. Doch lebt sie im Palast? Sollte sie weiter Däumchen drehen? Abwarten, was passiert? Vielleicht wird sie auch umgebracht? Was geschah mit ihrem Geheimnis? Diese Esther, die lebt bisher so ein Undercover-Leben, ein Undercover-Schlossleben. Sie lebt dort, abgeschottet vielleicht von ihrer Außenwelt. Und bisher haben wir in den ersten Kapiteln gelesen, wie Esther Königin wurde und der ganze Weg und wie der König Xerxes ist und war. Und jetzt beginnt aber bei Esther innerlich etwas. Sie kommt an eine Situation, wo sie eine Entscheidung treffen muss. Ihr ist bewusst, also entweder werde ich jetzt aktiv oder ich warte ab und verliere vielleicht mein Leben und das meiner Mitmenschen. Und sie trifft eine Entscheidung. Ich weiß nicht, in welcher Situation du heute Morgen bist, in welcher Situation du stehst. Vielleicht ist es auch dran, heute Morgen aktiv zu werden. Vielleicht nach rechts oder nach links zu gehen. Aber bei Esther war der Zeitpunkt gekommen, dass das Abwarten nicht mehr hilft. Aber es gab ein Problem bei Esther. Sie war zwar sehr nahe am König dran, aber wer ohne Termin zum König kam, der wurde umgebracht. Es sei denn, der König streckt sein Zepter aus und ist bereit, diese Person zu empfangen. Und das wusste Esther. Deshalb bat sie ihr ganzes Volk. Sie sagte, betet für mich, fastet für mich 3 Tage lang und dann will ich zum König gehen. Dann habe ich mich jetzt entschieden, aktiv zu werden und ich will mein Leben riskieren. Und wir lesen, dass in Esther steht, wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Wenn ich mein Leben verliere, dann bitte auf eine Art, wo es sich gelohnt hat, mich einzusetzen. Esther kam raus aus ihrem Schlossleben, aus ihrem Undercover-Schlossleben. Und ich glaube, manchmal geht es uns auch so. Wir gehen sonntags in Gottesdienst, vielleicht gehst du in eine Kleingruppe, aber so von Montag bis Samstag lebe ich meinen Alltag. Da bin ich undercover unterwegs. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen aus meinem Leben. Ihr wisst, ich habe 3 Kinder und wir beten vor jedem Essen oder singen ein Lied oder machen so einen Rap. Und wir haben auch ab und zu Gäste da, Freunde, die Jesus vielleicht auch noch nicht so kennen. Und wir sitzen an diesem Abend am Tisch, alle Kinder versammelt, große Runde.
und ich komme plötzlich ins Nachdenken. Bete ich jetzt noch? Auch wenn die anderen das gar nicht kennen? Bei mir ist es nicht Mordechai, sondern meine Tochter, die laut ruft, Mama, beten wir noch? Ja, wir beten jetzt noch. Und wir haben ein Lied gesungen. Es gibt ganz tolle Kinderraps, die man da singen kann. Das Tolle war, diese Freunde waren ein paar Wochen später wieder zum Essen. Und meine Freundin sagte, Becky, jetzt betet ihr noch oder singt euer Lied und dann können wir ja anfangen. Es war klar, bei Familie Defatsch wird gebetet. Und ich bin froh, dass ich aus diesem Undercover-Leben rauskam. Das Leben mit Jesus ist keine Privatsache. Sonst hätte Jesus auch privat sterben können. Und er hätte privat auferstehen können. Aber wir haben es letzte Woche gefeiert, und zwar öffentlich. Jesus möchte uns ermutigen, dass wir unser Undercover-Schlossleben beenden und dass wir rausgehen. Und das öffentlich machen, dass er mit uns lebt. Manchmal gibt es auch Traditionen. Traditionen, in denen wir leben, wo uns gar nicht bewusst ist, dass wir so in diesem Hamsterrad drin sind. Traditionen, die du in deinem Leben vielleicht hast, wo du gar nicht mehr weißt, warum machen wir eigentlich etwas. Lass mich das nur kurz mit einer Anekdote erzählen. Es ist eine Hausfrau, die gerade einen Fisch zubereitet. Und sie schneidet immer die hintere Hälfte des Fisches ab. Und der Sohn guckt zu und sagt, Mama, wieso schneidest du eigentlich immer die hintere Hälfte des Fisches ab? Sie zuckt mit den Achseln und sagt, weiß ich auch nicht. Das hat mir meine Mama so beigebracht. Müssen wir die mal fragen. Und tatsächlich, die Mutter der Mutter, die Großmutter ist da und der Sohn sagt, sag mal Großmutter, warum schneidest du immer die hintere Hälfte des Fisches ab? Großmutter zuckt mit den Schultern. Weiß ich auch nicht. Das hat mir meine Mutter beigebracht. An Weihnachten ist es soweit. Die Mutter der Mutter und die Mutter der Mutter der Mutter, also die Großmutter und die Urgroßmutter, sitzen zusammen. Der Sohn erinnert sich. Sagt mal, also ich habe das so eine klitzekleine Frage. Großmutter, Urgroßmutter, warum schneidest du immer die hintere Hälfte des Fisches ab? Na, sagt die Urgroßmutter, meine Pfanne war zu klein. Deshalb schneide ich den Fisch ab. Das war das Geheimnis der Tradition, die Generationen zu Generationen umgesetzt wurde. Auch wir tun Dinge aus Tradition. Und dann fällt es uns manchmal schwer, die Spurrillen des Lebens ein bisschen zu verlassen. Mutig zu sein. Und das genau passiert bei Esther. Sie verlässt ihr Undercover-Schlossleben. Sie durchbricht die Tradition. Sie nimmt den Schlüssel jetzt in die Hand. Weil Gott Geschichte schreibt, und das ist mein erster Punkt, darfst du bekennen. Nach außen hin. Und wir tauchen jetzt ein in die Geschichte von Esther und wir lesen in Esther 5, Vers 1 bis 3. Am dritten Fastentag zog Esther königliche Kleider an und ging in den inneren Hof des Palastes, der vor dem Thronsaal lag. Der König saß auf seinem Thron gegenüber dem Eingang. Als er Esther im Hofe stehen sah, freute er sich und streckte das Zepter aus. Und der König fragte sie, was hast du auf dem Herzen, Königin Esther? Ich will dir jeden Wunsch erfüllen, auch wenn du die Hälfte meines Königreiches forderst. Esther war mutig. Esther ging diesen Schritt. Sie hat unglaublich viel Mut bewiesen. Mut beginnt, wo Glaube beginnt. Wenn wir von Gott bewegt werden und wenn wir ihm vertrauen, einen Schritt nach vorne zu gehen,
dann schenkt Gott uns unglaublich viel Mut. Und Esther beweist diesen ersten Schritt. Sie weiß und sie hofft, wenn sie geht, dass Gott ein Wunder tun wird. Dass Gott handeln wird, dass Gott Geschichte schreibt. Gott sorgt für Glaubenswachstum, indem er uns Menschen darum bittet, den ersten Schritt zu gehen. Und dann tut Gott seine Wunder. Glauben heißt in erster Linie, dass ich einen Schritt mache, den Gott mir zeigt. Und dass ich das tue, was ich tun kann. Leo Bigger, ein Schweizer Pastor, sagte einmal, Glauben bewegt die Hand Gottes. Vertrauen berührt die Hand Gottes. Diese Esther, die hat sich darauf konzentriert, was sie tun kann. Kein anderer konnte so nah am König herantreten. Wenn wir das tun, was nur wir tun können, dann tut Gott, was nur er tun kann. Wenn wir das tun, was nur wir tun können, dann tut Gott, was nur er tun kann. Und Esthers Mut und Esthers Glauben wurden bestätigt. Es ist wie, wenn Gott sagt, hey, ich bin da. Ich sorge dafür, dass du mir vertrauen kannst und ich sorge dafür, dass ich Geschichte mit dir schreibe. Weil Gott Geschichte schreibt, Punkt 2, darfst du riskieren. Du darfst mutig einen Schritt nach vorne gehen. Der König antwortet der Königin Esther und er bietet ihr sein halbes Reich an. Wow. Da macht echt Esther einen Schritt und der König sagt, was hast du auf dem Herzen? Ich würde dir die Hälfte des Königsreichs geben. Wow, jetzt ist Esthers Moment, oder? Jetzt greif zu, hol dir das halbe Königreich. Jetzt bist du an der Reihe. Nimm dir. Aber was antwortet Esther? Wenn du es für gut hältst, mein König, dann sei heute zusammen mit Haman mein Gast bei dem Mahl, das ich zubereiten ließ. Esther nimmt nicht dieses Geschenk an, das ihr gerade angeboten wird. Sie fordert nichts, sie kommt auch nicht platzend herein zum König und erzählt ihm gleich alles. Sie weiß ganz genau, jetzt ist nicht ihr Moment. Jetzt heißt es abzuwarten, weil Gott Geschichte schreibt. Jetzt sind nicht ihre Wünsche dran, sondern das vom Volk Israel und Gottes Wunsch. Jetzt ist Gott dran. Die Esther hat ihren Fokus auf Gott und auf Gottes Volk. Anders als Haman. Haman war tatsächlich bei dem Abendessen. Es wurde gemeinsam gegessen, die Esther, der Haman und der König. Und der Haman war so stolz. Er, der große Minister, zweitmächtigster Mann im ganzen Reich. Er, der es wert ist, eingeladen zu werden. Er, der es wert ist, dass die Leute sich vor ihm verbeugen. Nach dem Abendessen geht er nach Hause. Und die Bibel schreibt in Esther 5, Vers 10, ich möchte es euch vorlesen. Als er, Haman, zu Hause ankam, ließ er seine Freunde und seine Frau Seresch zu sich kommen. Dann prahlte er mit seinem großen Reichtum, mit seinen vielen Söhnen. Er erzählte, dass der König ihn zu einem mächtigen Mann gemacht hatte, dem alle anderen Beamten und führenden Männer untergeordnet waren. Und heute, fuhr er fort, hat Königin Esther mich auserwählt
und mich zum Festmahl eingeladen. Auch morgen hat sie mich zusammen mit dem König zum Essen gebeten. Haman erzählt gerade seiner Familie, wie toll er ist. Was er alles kann. Es geht um seinen Reichtum, seinen Besitz, seinen Einfluss. Ich finde, man riecht hier förmlich seinen Stolz und seine Überheblichkeit. Haman hat den Fokus auf seinen Reichtum gesetzt, auf seine Macht, auf sein Ansehen vor den anderen. Ihr Lieben, wir entwickeln uns in diese Richtung, was wir fokussieren. Wir werden zu dem, was unser Ziel ist, nach dem wir streben. Der Haman, der erinnert mich an so einen einsamen Cowboy. Denn welches Ziel hat ein Cowboy? Ein Cowboy, der treibt seine Rinder an. Er lebt, um sein Vieh zu treiben und später zu schlachten. Und wie ist es bei einem Hirten? Der Hirte, der liebt seine Schafe. Nicht, dass der Cowboy seine Rinder nicht schätzt. Aber ganz ehrlich, habt ihr schon mal einen Cowboy gesehen, der seine Rinder am Öhrchen krault? Ein Hirte kümmert sich um seine Schafe. Er trägt sie verletzt auf seiner Schulter. Er kennt sie bei seinem Namen. Er ruft sie bei seinem Namen. Der Cowboy, der treibt das Vieh in die Enge. Fesselt und bändigt sie, er brandmarkt sie. Der Hirte, der führt, der leitet, der weidet und der behandelt die Wunden. Ihr wisst, von wem ich rede. Jesus ist dieser gute Hirte, der seine Schafe beim Namen nennt und ruft. Weil Gott Geschichte schreibt, möchte ich dir heute dich ermutigen. Setz den Fokus richtig. Was ist dein Fokus heute Morgen? Was ist dein Fokus? Was ist dein Ziel in deinem Leben? Nach was strebst du? Auch Esther lässt sich mit Jesus vergleichen. Denn sie hat ihr Volk im Blick. Sie riskiert ihr Leben wie Jesus. Und sie bleibt ihrem Entschluss treu. Sie ist demütig und sie wartet, bis Gott handelt. Sie wartet darauf, dass Gott Geschichte schreibt. Wenn wir diese Kapitel lesen, dann fragt der König dreimal: Was hast du auf dem Herzen, Königin Esther? Ich will dir jeden Wunsch erfüllen, auch wenn du die Hälfte meines Königreiches forderst. Und zweimal antwortet die Esther und lädt die beiden nochmal zum Essen ein, weil sie weiß, sie muss warten. Sie wartet auf Gottes Handeln. Beim dritten Mal erzählt sie dann, was Sache ist und was sie auf dem Herzen hat. Aber in ihrer Situation tut sie das, was sie tun kann und wartet demütig auf Gottes Handeln. Weil Gott Geschichte schreibt, darfst du wissen, wer hinter dir steht. Ich habe euch ein Bild von einem Löwen mitgebracht. Es ist egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Du darfst dir gewiss sein, dass Gott hinter dir steht. Und dann kann das Problem noch so groß sein, die Herausforderungen und die Sorgen. Ich möchte dir heute sagen, Gott steht hinter dir und möchte Geschichte mit dir schreiben. Weil Gott Geschichte schreibt, darfst du gewiss sein. Dreh dich um. Dreh dich um heute Morgen und erfahre, dass Gott da ist. Lasst mich nochmal zum Schlüssel kommen.
Esther war eine Schlüsselperson. Sie hat Höhen und Tiefen erlebt, wie dieser Schlüssel hier mit diesen ganzen Einkerbungen. Auch du hast deine Höhen und Tiefen in deinem Leben. Und jeder von uns ist so ein Schlüssel. Jeder von uns hat seine eigene Zickzack-Geschichte. Jeder von uns sieht anders aus, darf aber ein Schlüssel sein. Vielleicht hast du im Moment das Gefühl, dass Gott gar nicht da ist. Vielleicht spürst du Gott überhaupt nicht. Dann sage ich dir, hol mal deinen eigenen Schlüssel heraus, deinen Hausschlüssel. Jeder Schlüssel hat eine Einkerbung, eine Linie, ich habe sie schwarz hier eingezeichnet. Ein Zeichen dafür, dass Gott da ist. Da darfst du dich dran erinnern. Egal welche Höhe, welcher Tiefe du bist, Gott ist da. Ich möchte zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen, die das nochmal verdeutlicht. Es ging um Tom und Jenny. Die beiden waren so verliebt. Die Schmetterlinge flatterten und es war so schön, dass sie sich hatten. Und die beiden heirateten. Und die beiden hatten ein Pickup, ein großes Auto mit einer riesen Ladefläche hinten. Und vorne gab es nicht zwei Sitze in der Fahrerkabine, sondern es gab eine Sitzbank. Der Vorteil, wenn man so verliebt ist, kann der eine seine Hand ans Lenkrad halten und den Arm umschlungen halten über seine Freundin oder über seine Frau. Und so fuhren sie durch die Gegend, eng umschlungen. Und die Jahre vergingen. Und die beiden fuhren nochmal mit dem Pickup. Und plötzlich durchzuckte es diese Jenny. Denn sie merkte etwas. Da war eine Lücke zwischen ihrem Tom und ihr. Sie saß gar nicht mehr eng umschlungen miteinander. Nein! Sie saß jetzt ganz eng an der Beifahrertür. Mit Tränen in den Augen sagte sie, Tom, was ist nun mit uns passiert? Und Tom sagte, ich weiß es nicht. Aber was mich angeht, ich bin immer noch am gleichen Platz. Was Gott angeht, er ist immer noch am gleichen Platz. Ich möchte dich heute fragen, wo stehst du? Lass uns ein Lied singen, wo wir Gott unser Herz geben. Ich möchte dich ermutigen, vor Gott zu treten. Lass uns aufstehen zu diesem Lied.